Hallo liebe Freunde des gepflegten Nahrungsmittelaufnahmeprozesses. Hier sind wir bei Bike spielt irgendwas. Wir spielen heute wieder den Vorkoster und wir haben eine neue Box bekommen. Und zwar von Flasche der Welt. Was ein bisschen komisch ist, weil eigentlich habe ich ja schon im Dezember eine bekommen. Warum ich jetzt nochmal angekriegt habe, keine Ahnung. Vielleicht ist es jetzt nochmal im Dezember. Ist eine Silvesterbox oder die für Januar schon. Keine Ahnung. Werden wir gleich aufklären. Wir schauen mal rein. Und wenn ihr auch gespannt seid, was da drin ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei bleibt bei der letzten Box in diesem Jahr. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich hoffe nicht, dass wir wie beim letzten Mal. Dann wird es ein kurzes Video. Ansonsten bis gleich. Hallo liebe Foodbox-Freunde, hier sind wir mit der letzten Flasche der Welt-Box in diesem Jahr. Definitiv auf jeden Fall. Warum ich jetzt nochmal im Dezember eine bekommen habe, gute Frage. Ich habe ja eigentlich schon eine bekommen. Irgendwie sind die da durcheinander oder verspätet, ich weiß es nicht. Jedenfalls, jetzt habe ich vor 2 Tagen nochmal eine gekriegt. Gut, ich habe auch ein bisschen schon mal reingeguckt, um nicht um zu kontrollieren, ob ich nicht die Box bekommen habe zum letzten Mal. Ist es nicht auf jeden Fall, ja. Trotzdem komisch. Na gut, ich habe schon mal ein Doppelt gekriegt. Das war die Halloween-Box, die habe ich 2 Mal bekommen. Keine Ahnung, warum passiert. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal eine. Das sagen wir mal, das ist dann die Silvester-Edition. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Also ich habe schon mal reingeguckt. Es ist jedenfalls nicht das gleiche Land für mich vom letzten Mal, aber es könnte trotzdem spannend werden. So, schauen wir mal. Ich habe es ja nämlich schon aufgemacht, weil, wie gesagt, ne, ich muss ja gucken, ob es nicht doppelt ist. Schauen wir mal. So, hier haben wir Zettelskram. So, welcome to Mexico. Jo, Mexiko. Mexiko haben wir, glaube ich, auch schon mal. Ich meine, schon mal gehabt im Laufe des Jahres irgendwann, glaube ich jedenfalls. Kann mich jetzt nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich meine, in Mexiko hätten wir schon mal gehabt. Ich glaube, wir haben mal fast jedes Land schon mal gehabt, was irgendwie Süßigkeiten produziert, oder? Ich kann mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber ihr wisst das wahrscheinlich als aufmerksamer Seher, ob es das schon mal gegeben hat. Naja, jedenfalls denke ich mal, hier wird es sehr interessante Sachen geben, vor allem scharf. Vermute ich mal. In Mexiko ist ja nicht gerade bekannt für jetzt sehr süße Sachen, glaube ich. So, hier haben wir schon mal Coyoten. Was? Also, hier steht es hier. Los Coyotes. Rancho. Und Los Coyotes hat uns geschickt. Chapetones. Chapetones. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Chapetones Queso. Queso mit Queso. Und so wie es aussieht, scheint uns eine Art Somos la Botana. Mit Botox drin oder was? Das ist Icon Queso y Chile. Oh oh. Also mit Käse und Chili, so wie das hier aussieht. Halleluja. Und ich glaube, wenn die draufschreiben mit Chili, meinen die das auch. Mit Exceso Calorias, Exceso Grasa Saturada und Exceso Sodio. Das ist ja schon mal Bescheid. Keine Ahnung. Also wie Spanisch kann ich das gerne übersetzen. Ja, okay. Ist aber auch wirklich dann original aus Mexiko. Echo in Mexiko. So, bin mal gespannt. Das scheint mir irgendwie so ein Maisgebäck zu sein. Mhm. Was ist das denn? Das riecht wie um. Ein bisschen verbrannt auch. So ein bisschen auch Ofenkäse irgendwie. Mhm. Ja, aber ein bisschen zu lange im Ofen war. Ja, okay. Interessant. So, dann haben wir hier so eine recht würzig rot aussehende Maiskeule, könnte man das jetzt so sagen. Also sieht alles so ein bisschen so aus. Sieht wild. Das riecht aber echt merkwürdig. Okay. Queso con Chile. Ich frage, was für ein Käse das ist, ne? Hm? Wo ist der Chili jetzt? Ich dachte, jetzt explodiert gleich mein Mund, aber es geht noch. Hm. 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 Das ist überhaupt nicht scharf. Okay. Hm. Ja, Und was schmeckt das jetzt?
bin ein bisschen überfragt. Das könnte irgendeine Art Käse sein, ja. Das ist mir jetzt ganz unbekannt, dieser Geschmack. Ja. Also, ist auf jeden Fall nicht scharf. Hat für mich jetzt mit Chili nichts zu tun. Also, ja. Da würde ich jetzt von ausgehen, nachdem was da unten steht. Das ist jetzt so Chili Cheese irgendwie so scharf. Aber gar nicht. Aber ich wüsste nicht, wonach das schmeckt. Das ist kein bisschen scharf, auch nicht wirklich. Nicht so, also es sieht aus wie richtig Paprika drauf oder sowas, ist auch nicht. Also ein bisschen käsig, ja. Nach irgendeiner Art, die ich jetzt nicht kenne. Und da ist ein Spanisch drauf. Ja, also gut, das ist auf jeden Fall überraschend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass sie eine sauscharfe Maisstick so ungefähr. Ja, das ist jetzt gar nicht. Also, man kann die ganz bequem so wegessen. Man hat auch keine Schärfe im Mund, gar nichts. Also, das ist schon komisch. Ich denke, das müsste mal scharf werden. Da habe ich mir vielleicht die falschen Erwartungen gemacht hier irgendwie. Aber das sieht danach aus, ne? Also, das ist komisch. Das ist ganz normal. Das brennt noch nicht mein Mund. Das ist so, okay, was ist jetzt? Das ist jetzt überraschend. Okay, kann nur schlimmer werden. So, was haben wir jetzt hier? Crunch it! Nuevo! Was ist das? Sabor Queso Cheddar y un toque de picante de la familia Cheez-It. Aha, aus der Familie von Cheez-It kommt das. Super Crujiente. Oh, Jesus Maria. Mein Spanischkurs ist auch schon so lange her, dass er nie stattgefunden hat. Also, das scheint irgendwie sowas mit, auch wieder mit Käse und Chili zu sein. Toque de Queso. Aber vielleicht ist es auch, es ist kein Käse drin, ich weiß es nicht. Was interessant aus, die Dinge. Tja, aus der Cheez-It-Familie. Ja, das gehört, zu ihm gehört das. Kellogg's. Ach, guck mal. Das ist von Kellogg's hergestellt. Kellogg Company in Mexiko. Aha. Okay, die machen auch sowas. Oh ja, warum nicht? Probieren wir das mal. Aha. Also. Noch ein bisschen erkältet. So, schon mal interessant aus. So, hier sind so kleine Eisringe. So, mit einem kleinen Dreieck drin. Oh, ja, die riechen aber jetzt richtig nach Käse. Jo, okay. Ja, die sind recht hart. Ja, die sind hart. Ein bisschen Käsegeschmack. Riecht strenger als es ist. Und kommt auch eine leichte Schärfe rüber. Breitet sich so im Mundraum, je mehr man davon isst. Oh ja. Jetzt kommt echt sowas rüber. Und je mehr man davon hat. Ja. Wird langsam schärfer. Auch der Käsegeschmack wird intensiver. Und das ist schon eher das, was ich jetzt erwartet habe. Und bei dem hier auch. Keine Ahnung, wie das schief gelaufen ist. Und Queso y Chile, das steht eigentlich auch drauf, aber. Ja, das ist, also das wird kein zu tränen für, sag ich das mal hier. Ja, da hat man schon den Schärfe im Mund. Das merkt man. Auch dieser Käsegeschmack. Ich würde auch sagen, das ist auch eher so der Käse, den wir so kennen. Aber das riecht auch wie so ein Edamer oder irgendwie so ähnlich. Okay. Also das riecht immer mehr, als es schmeckt. Aber das ist schon eher, muss ich sagen, okay, das ist das, was draufsteht. Käse mit Chili.
Nicht zu, ja, nicht zu stark, nicht zu scharf. Es geht noch, kann man gut essen. Bei denen hier tut sich nichts. Also das ist so. Gar nichts. Gucken. Ich wähle so den neutral aus, soll ich mal sagen. Da ist irgendwie. Haben wir was vergessen. Ich will nicht. Gucken wir mal. Was ist das hier? Okay. Was ist das denn? Cornflakes oder was ist das? Da war eine sämtliche Luft rausgesaugt. Komplett platt gedrückt. So, Tricks von Nestlé. Nuevo Tamaño, was immer das heißt. Mit Exo-Calorias, also extra Kalorien drin. Okay. Hier so ganz buntes Zeug. Tricks. Drei Master Portiones. Also, was weiß ich. Itiene Formane Frutitas. Ja. Was soll das sein? Ach, Puffreis oder was? Sehr interessant. Also das habe ich noch nie gesehen. Das war noch von Nestle. Ja. Das ist ja. Wo mache ich das auf hier? Ja, eine interessante Verpackung. Wenn ich hier oben so aufzubeln. Ja. Oh yes. Das ist ja wirklich mal bunt. Ich bin so ein bisschen an so diese Cheerios, so bunte Cornflakes. Also das hätte ich jetzt eher gedacht, dass es von Kellogg's ist. Das ist ja crazy. Oh, Junge. Das riecht so sauer und nach Zucker. Irgendwie. Süß und sauer. Unkünstlich. Jetzt ist Maria. Ja, die Farbe ist bestimmt natürlichen Ursprungs. Oh je. So, ja, ich. Fahnenflucht. Okay, der ist weg. Der hat es geschafft. Ja, auch. Macht's gut, Jungs. Wir sehen uns. Hier sind noch so ein roten. Also ich werde jetzt mal ein paar von diesen Dingern probieren hier. Dann sehen wir, was das ist. Mhm. Das sieht Puffreis. Ja. Sehr munter. Also crazy Puffreis, würde ich mal sagen. Und süß. So. Unidentifizierbaren Tutti-Frutti-Geschmack. Ja, so. Zucker. Schmecken die irgendwie unterschiedlich? Jetzt nicht sagen. Oder? Einfach alles süß. Bisschen getreidemäßig schmecken die. Ja, wenn man so ein Cheerios einfach so aus der Packung essen. Ja, kann man nicht mehr aufhören. Man könnte so eine Art Melone darstellen oder was. Ich denke mal, das sollen Früchte sein. Schmecken aber eigentlich alle gleich, glaube ich. Also das könnte man wahrscheinlich auch, so wie es abgebildet, in Milch tun und dann als Frühstückscerealien essen. Oder Cornflakes-Ersatz. Oder einfach so. Also, eine Art härterer Puffreis. In verschiedenen Farben. Sehr natürlichen Ursprungs wahrscheinlich. Kann man aber gut wegessen. Sehr süß, ja. Sehr interessant, also. Das haben wir auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Bäh. Da ist mal was anderes. So, bleib stehen. Also, es gibt. So, upsili. Was haben wir hier? Tonkis Molchate Tagliato. Das sieht seltsam aus. Grünlich so ein bisschen. Oh, was ist das wohl? Somos La Botana. Was Mexikaner. Was soll das jetzt sein? Von Rancho Coyotes. Ja. Oh, Harina de Mais. Ist also aus Mais gemacht. I don't know. Keine Ahnung, was das sein soll.
Irgendwas Grünes auf jeden Fall. Tja. Keine Ahnung, also. Da bin ich ja echt mal gespannt. Tronki. Also, sehen so jetzt so, ja, so, ja, nicht so wirklich ganz appetitlich aus, muss ich sagen. Es ist voll grün. Das ist auch nicht meine Farbe. Ah, oder riechen die? Hä? Also grüner Paprika, würde ich mal sagen. So, nicht aber grüner Chili und grüner Paprika, der Geruch. Also, das ist ja echt crazy hier. Ja, interessant. Schmeckt schon nicht nach Gurke, das ist gut. Ja. Interessant. Ja, so Mais-Snack. Schmeckt ein bisschen getreideartig. Ja, so leicht nach so, man sagt, gegrillter grüner Paprika irgendwie so in die Richtung. Aber sehr würzig. Salzig. Und ich hatte die schlimmste Befürchtung, dass das irgendwie sauscharf ist, aber ist es gar nicht. Es ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen scharf. Ein bisschen spicy. Aber gar nicht. Und ich finde gar nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ist irgendein grüner Dip, das mit den grünen Chilis gemacht ist, ich weiß nicht. Also, das Zeug habe ich echt noch nie gesehen. Also, sieht gruselig aus, muss ich sagen, aber schmeckt gar nicht so schlecht. Interessant. Eine interessante Sache hier jetzt heute. Also, das ist gar nicht mal so übel. Und man weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt. Ich muss sagen, dass immer Molcate Teado ist. Also, I don't know. Ganz, ganz spanisch. Ich grüne die Finger hier. Ja, sehr salzig. Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Also, die waren ja auch. Die waren schärfer jetzt. Die haben jetzt, man merkt so langsam, ganz leichte Schärfe, ganz leicht. Also, grüne Paprika, grüne Pfefferoni, grüne Pepperoni, so ein ganz bisschen, aber nicht so wirklich scharf. Ganz mild, mit der Zeit kommt das erst. Nehmen wir mal den Mund an, dazu noch Salz. Okay, aber essen ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Schärfer waren die jetzt auf jeden Fall. Da hat man es mit der Zeit so einen brennenden Mund. Die haben das versprochen, haben überhaupt keine Schärfe, komischerweise, nicht komplett weg. Und das ist natürlich hier die schweinesüße Zeug. Das schmeckt echt komisch danach. Ja, schmeckt wirklich ein bisschen wie Cornflakes. Diese bunten Dinger. Puffreis. Naja, okay, warum nicht? Ich esse alles hier, ist mal wurscht. So, was haben wir hier Schönes? Oje. Das sieht hier wieder so Gummizeug aus. Fingertubes! Pina, was Pinta Lingua oder so ähnlich. Pinta Lingua Nova. Neu. Keine Ahnung, vielleicht färbt das die Zunge oder was. Orugalis, Tubes, Tubos. Keine Ahnung, hier steht so, kann ich überhaupt nicht lesen hier, verdammt. Fini Tubes, Tubos, Pino, Dingsbums, tralala. Ich habe keine Ahnung. Das muss irgendwie wieder so Gummizeug sein. Wahrscheinlich irgendwie Brause gefüllt. Ist aber ziemlich platt gedrückt, hier einer drauf gesessen. Raus, klebriges Zeug. So sieht es dann im Original aus. Ja, lecker. Gibt da so viel natürliche blaue Farbe. Boah, ey. Wenn ich an die Decke werfe, komme ich nicht mehr runter. Also, sehr klebrig. Ja. Riecht jetzt erstmal wie ein Mauer, muss ich sagen. So Art süßes Kaubonbon.
auch irgendwie gefüllt, so wie es aussieht. Und ob das schmecken soll, keine Ahnung. Ja, das ist ja süß. Ah, sehr süß. Irgend so ein künstlicher Beerengeschmack. Extrem süß. Boah. Also, das ist ja ein Kontrast zu dem jetzt hier so. Okay, aber man muss den schon lassen, in diesen kleinen Dingern hier. Haben den ganz schön viel reingepackt. Also einen künstlichen Aromen und Zucker. Halleluja. Puh. Also das Ding hat ja schon mal geschmackloser, muss ich sagen. Also die haben schon. Schon bumm. Das sagt innen drin ist ein bisschen matschiger. Man hat aber zu kauen. So, irgendwie so ein Mittelding aus Gummibärchen und Kaubonbon. Boah. Da hast du aber einen Zuckerschock. Ich glaube, da hast du mehr Zuckerschock als von diesen Tricks-Dingern hier. Heieiei. Okay, interessant, was man so in Mexiko ist. Blaues Zeug. Ich habe eine blaue Zunge. Okay, das ist dann also gemeint mit Pinta Lingua. Wenn euch jemand was verkauft, Pinta Lingua, streckt da nicht die Zunge raus. Puh. Das ist was das ist. Was Weiches? Hä? Verpackung sieht seltsam aus. Jetzt haben wir das gute Nescau Duo. Was ich sehen kann. Die Verpackung sieht mir so aus, als hätte ich schon ein bisschen gelitten. Das ist irgendwie. Geht so Farbe ab überall. Ist hier was drüber geschliffen. Kann das gewesen sein? Hier ist eigentlich nichts Schweres. Da ist irgendwas drüber gerollt, keine Ahnung. Das drin ist noch okay. Also sieht echt ein bisschen verhunzt aus, die Verpackung. Novo ist von Nestle, heißt dann auch Nescau. Dann, ja. Das scheint mir halt so ein Keks zu sein. Die üblichen mit schwarz-weißer Schokolade. Ja, diese American Cookies. Gucken wir mal, ob da überhaupt noch was drin ist. Also keine Ahnung, was mit dem Ding hier passiert ist. Ja, die sind hier so einzeln verpackt. Umweltfreundlich. Folie in Folie. Ja, der ist schon mal ein bisschen zerbröselt auf jeden Fall. Also sieht ein bisschen grumpy aus, der Keks hier. Aber ja, wir machen trotzdem mal auf. Da muss ich jetzt durch. Ja, das ist zerbröselt direkt. Ja, mir steht schon so ein Schokobiskuit. Na, das ist doch knusprig. Aber das ist nicht weich oder so, sondern hart und knusprig. Ja, und dann eher doch wirklich ein Biskuit als so einen weichen amerikanischen Keks. Und die Schokostückchen schmecken ganz gut. Ja, wir haben einen schönen Geschmack. Auch die weißen Stückchen. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ist ein bisschen trocken. Und da zerbröselt. Hat ein Kakaoaroma. Könnte man gut tunken. Für die Tunkfreunde. Ja, ist mir gar nicht so schlecht. Vielleicht auch nach diesem seltsamen Zeug hier. Schmeckt mir das jetzt so gut. Ja, also. So, nicht schlecht. Ein Schokostückchen schmeckt auch ganz gut. Wir haben zumindest mal einen eigenen Geschmack. Finde ich schlecht. So. Das Rau Duo. Warum auch mal die Verpackung so aussieht. Ist auch nicht schlecht. Können wir essen. Wir sind dann drin. 6. Okay. Nescau. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Das. Eine Dose. Ah, die obligatorischen Pringles. Letzte Zeit sind in jeder Dose irgendwie Pringles, habe ich das Gefühl. Die müssen anscheinend Umsatz machen. Und das ist wieder so eine Mini-Dose. Mit Enchilada La Abodada Geschmack. Enchilada. Das ist ja mal, da kann man jetzt echt mal sagen, das ist mal was Mexikanisches. Nicht irgendwie so internationaler Geschmack, der
angeblich irgendwie aus einem anderen Land stammen soll, aber eigentlich so gemacht, dass es jedem schmecken sollte und dann eigentlich nichts mehr Eigenständiges hat. Also, okay, hier haben wir mal was richtig Mexikanisches. Enchilada Abodada von Pringles. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das kommt auch wirklich aus Mexiko, die Verpackung hier. Ist also nur Spanisch drauf. Okay. Salvador, Chile con, con especias und Toque de Limón. Ja, hier ist irgendwie wahrscheinlich Chili und Limonen drin, ich weiß nicht. Es queso calorias, grasas saturadas und es queso sodio. Was auch immer. Könnt ihr euch gerne übersetzen in eurer Spanischfibel und dann darunter schreiben in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. So, machen wir da lecker schon mal auf hier, ne? So, ja, schön zerbröselt. Ja, so sieht das aus, wenn Pringles auf Reisen gehen. Die sind aber, ne, gucken wir mal, ob wir eine ganze kriegen. Ja, im Gegensatz zu den, ich wollte gerade sagen, zu den aus Südafrika, nicht, sehen die nicht so überwürzt aus. Vorne ja, aber hinten. Hola, die Waldfee, okay. Hier ich noch gar nichts, interessanterweise. Ja, bitte. Also, okay. Boah, die riechen schon durch die Verpackung nach Käse. Also hier riecht man auf jeden Fall nichts. Boah. Die sind auch sehr gewürzt, ja. Läuft dann sofort das Wasser im Mund zusammen. Scharf, ja. Also, okay. Aber mit so einer roten Würzung erwarte ich das auch ein bisschen. Ja. Scharf, ja. Enchiladas. Das könnte so ein bisschen nach einer Mais-Tortilla schmecken. Aber diese scharfe, auch ein bisschen säuerliche Würzung. Vielleicht gucken wir von den Limonen. Macht den ganzen sonstigen Geschmack eigentlich so ein bisschen kaputt. Und brennt jetzt auch ganz ordentlich auf der Zunge. Aber sind schon gut scharf. Das ist das Schärfste, was es jetzt hier gegeben hat, die Pringles. Also, ja, hat ein bisschen was. Ja, ein bisschen was Säuerliches. Könnte limonartig sein. Ist aber schwer rauszuschmecken. Weil diese Würzung einfach sehr viel ist. Ja. Man hat immer direkt Wasser im Mund. Ja. Enchiladas. Kann sein. Wenn ich jetzt zu Mexikanern gehen würde, würde ich Enchiladas essen. Könnte ich das jetzt vergleichen? Kann ich jetzt so nicht so ganz sagen. Ist auf jeden Fall ein anderer Geschmack als die ganzen Pringles, die wir bei uns haben, würde ich mal sagen. Das ist schon was anderes. Könnte sogar, ach ja, so ein bisschen fleischig schmecken. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine gesunde Schärfe, aber auch nicht zu viel. Geht, aber brennt. Und dann warte ich eigentlich auch ein bisschen, wenn es aus Mexiko kommt, dass da mal ein bisschen Bums drin ist. Ja, aber ein bisschen Limette vielleicht. Interessant. Also, das sind auch mal wieder Pringles, wie ich sie jetzt noch nicht gehabt habe. Also die aus Südafrika waren ja auch sehr interessant. Die fand ich immer komplett überwürzt. Die sind auch ziemlich gewürzt. Ein bisschen schärfer. Ja, ist okay. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, würde ich mal sagen. Weil das macht die ganzen anderen Geschmacksrichtungen, so, die da drin sind, vielleicht ein bisschen kaputt. Wenn es nur brennt, schmeckt man nicht mehr so viel anderes. Das ist das Blöde. Aber interessant. Das ist mal was anderes. Bringt jetzt Enchilada la Abodada. Ja. Ja, lieber, das heißt's. So, guck mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Ich langsam mal was zu trinken, glaube ich. Oh, was ist das? Hershey's Cookie in Cream. Cream. Cookies in Cream. Das scheint mir so eine Art Waffel zu sein. Eine weiße Waffel. Jetzt Schokofüllung. Ganz originell, hat noch keiner gemacht. Ich glaube, das gibt es von der österreichischen Firma eigentlich ständig. Aber das hier ist von Hershey's Cookies in Cream. Okay. Nova Emballagem.
Jo. Oh, sogar Rindfalls, immerhin. Ja, von Hershey. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt ist. Oh, so hat. Huch, das ist schon auf was. Okay, der Kleber hat irgendwie die Reise nicht ganz überstanden. Das geht jetzt sehr leicht auf. Wie ist das gemacht? Hä? Okay. Die sind nochmal so als kleine Riegel extra verpackt. Wie macht man das denn? Das ist ja kompletter Bullshit. Also sieht vielleicht nett aus, aber das ist ja umwelttechnisch gesehen ein Griff ins Klo, würde ich mal sagen. Wie kann man denn sowas machen? Das ist ja nur Müll. Und das ist ja noch nicht mal Papier. Das ist Folie und die Rückseite ist noch mit Alu beschichtet. Das ist riesiger Müllhaufen. Okay, dann haben wir hier so eine kleine Mini-Waffel, was ich verpackungsmäßig ja überhaupt nicht lohnt. Okay, aber egal. Oh. Da ist dunkle Schokolade drin. Dann geht es so Richtung Neapolitaner-Waffeln mit weißer Schokolade. Ja, schmeckt auch so. Ja. Cream, naja. Ich würde sagen, es schmeckt nach. Ja, ein bisschen nach so Art Cookie halt, ne? Aber für mich ist das eher eine Neapolitaner Waffe. Also die Füllung ist ganz lecker. Ein bisschen schokoladig, ein bisschen nussig. Ist okay. Aber dass man das alles so einzeln einpackt hier, ist ja kompletter Blödsinn. Na gut. Gut, aber in Mexiko macht man dann halt so alles nochmal extra verpackt. Und schmeckt nicht schlecht, aber Verpackung finde ich scheiße. Und ganz ehrlich gesagt, also komplett unnötig. Also, ansonsten aber mal abgesehen davon, geschmacklich nicht schlecht. Kann man gut essen. Lecker. Ja. Cookies und Cream. Geschmack okay. Verpackung. Nee. Also. Wenn ich die alle gegessen habe, wie viel Müll habe ich denn dann? Das ist also. Okay, andere Länder, andere Sitten. Ist halt so. Das fühlt sich gut an. Ja, was haben wir denn jetzt? Mojito oder sowas? Jarritos, was ist das jetzt? Refresco Sabor de Piña. Jawohl, also Piña Colada oder was? Nee. Das muss irgendwas mit Ananas sein. Jarritos. Ike Buenos Son. Ah, weiß ich Bescheid. So, Jarritos. Ich hoffe mal, das ist irgendeine Ananas-Limonade oder sowas. Ich wünsche dir auch nicht drauf, dass es irgendwie. Also auch nichts mit Alkohol oder so. Exqueso Calorias. Ja, also keine Kalorien drin. Wollen Sie jetzt auch in Deutschland ins Sand werfen? Sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Ist zumindest nicht alles hier vollgespritzt, das ist schon mal gut. Ja, das riecht nach Ananas. Das ist aber schon mal gut, dann habe ich mich nicht komplett vertan. Und danach riecht, scheint es auch so zu sein, dass es auch drin ist. Warm. Ja. Das schmeckt durchaus nach Ananas, so ganz leicht. Ja. Ich glaube, ich hole mir mal ein Glas, dann können wir uns das mal genauer anschauen. Bis gleich. So, ich habe mal so einen gläsernen Flüssigkeitsbehälter hier geholt. Dann schauen wir mal, was hier so rauskommt. So, von der Farbe her, okay, da kann man zumindest mal was erwarten. Das ist aber ein Nutella-Glas, also falls Fragen aufkommen. Also es riecht lecker nach. Nach Ananas. Der Geschmack ist aber recht mild. So als würde man den Rest von Fruchtwasser aus einer Dose austrinken. Feinperlig. Ich glaube, kalt wäre es besser. Ist aber auch nicht sehr süß, also ist nicht zu süß. Es geht eigentlich. Hat da jetzt hier die Fruchtbombe ein bisschen erwartet, aber okay. Ist eher eine milde Limonade. Kann man mal gut trinken.
Und nach diesem Zeug hier tut das ja auch ganz gut. Ananas-Limonade. Ja, warum gibt es sowas bei uns eigentlich nicht? Also, Ananas ist doch ein bunter Geschmack. Vielleicht ist er hier zu teuer, keine Ahnung. Ja, mild. Nicht schlecht, schmeckt ganz gut. Also, wenn ihr mal in Mexiko seid und braucht ein bisschen was Erfrischendes, Jarritos! Kann man zumindest trinken, Ananas drin. Bisschen Sprudelwasser prickelt, ist gut. So, mal sehen, was haben wir noch irgendwas drin, oder sind wir durch? Jetzt werde ich nicht kommen. Okay. Hier haben wir noch eine Sache. Was war das? Hey! Adios! Aus. Muchos. So, was haben wir hier noch? Was? Raquinas. Mayo a Mayo. Oh, Mayo, Mai. Oh, Mayo, Mai. Das ist aus Bayern oder was? Raquinas. Mayo, Mayo. Was immer das ist? Ein Keks oder was? Von Mondelez. Mondelez Mexiko. Die sind auch überall. Die Nestle. Eieiei. Okay. Hä? Das ist ein Keks, aber ein spezieller irgendwie. Kommt da. Ah ja, ich dachte schon mal, das hat mich jetzt angeguckt, dachte ich, hier geht ja gar nicht raus hier auf der Verpackung. Aber wenn man umdreht, der große Trick. Januskopfiger Keks. Er hat zwei Seiten, es ist der Wahnsinn. Auch die Augen sind unterschiedlich. Da hat sich aber richtig einer was bei gedacht. Also extrem abwechslungsreicher Keks hier. Hat auch eine Füllung, wie es aussieht. Oh, okay. Oh, die ist auch unterschiedlich. Das ist interessant. Eine Seite ist Schoko, die andere ist Erdbeer. Das ist aber eine Mischung. Mhm. Darüber dann zwei verschiedene Kekse. Sie trocken. Ich habe ja was zu trinken. Hm. Also. Ja. Hm. Mhm. Interessante Mischung, muss man sagen. Also. Mhm. Tadakibas. Also, hier ist eine kleine Hälfte Erdbeercreme drin. Die ist aber sehr geschmacksintensiv. Kommt dann hier durchs Auge raus. Interessante Mischung im Mund. Und dann der Keks, dann hast du Kakao und Schokolade. Und dann so richtig Erdbeeraroma. Als hätten sie so Zuckerkeks mit einer Joghurette gemischt. Aber interessant. Gar nicht schlecht. Also ein Schokokeks mit was Fruchtigem. Mai oh mai. Boah. Ja, finde ich schlecht. Na, was anderes. So die Mischung. Und die kleine bisschen Masse hat extrem viel Aroma. Also bestimmt auch natürlichen Ursprung. Aber mal was anderes. Hm? Finde ich nicht schlecht. Ja, lecker. Mhm. So, das waren dann die große Mexiko-Box. Die letzte in diesem Jahr. Halleluja. Die Silvester-Box sozusagen. So, dann gucken wir mal, was wir hier so an Hinweisen finden. So, hola, Jonas Katzen. Diesen Monat geht's nach Mexiko. Hm. Hier noch ein bisschen ein paar Facts zu Mexiko. Hauptstadt ist Mexiko-Stadt. Und man spricht dort Spanisch. Wow. So, hier noch ein paar Fun-Facts. Und so ein paar Must-Sees, wenn man da ist. Also Chichen Itza, Mexiko-Stadt. Dann Traumstrände und Fun-Facts. Was haben wir hier? Mexiko hat die größte Pyramide der Welt. In Mexiko leben einige der freundlichsten und glücklichsten Menschen. Werden sie nicht von irgendwelchen Banden erschossen werden? An Weihnachten gibt es keine Geschenke. Okay, also Weihnachtsmuffel, Grinches und sowas, die können gerne nach Mexiko fahren. Und Mexiko ist der weltweit führende Coca-Cola-Verbraucher. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mach das in der Box. So, schon mal gut, dass man das hier drauf schreibt. Jo, fangen wir direkt mit den Tronquis an. Tronquis Molcajeteado. Wie immer man das ausspricht. Liebe Mexikaner, sorry. Knuspriger Keks mit Schokolade und Erdbeerfüllung. Ja, das stimmt.
Dann haben wir die Bala Gel Tube Spinner Lini Fini. Oh Gott. Das ist, ja, das ist letztendlich das hier. Fini Tubes mit Himbeergeschmack. Schmeckt nicht nur himmlisch, sondern färbt dann sogar auch so lustig blau. Himbeergeschmack, ja, also. Ja, so, so vergewaltigte Himbeeren ist das irgendwie. Ja, das ist nee, komplett künstlich. Nee, gut. Dann haben wir die Tricks Cereal. Was hier stehen. Tricks Cereal. Das sind fruchtig süße Extras am Morgen. Mach dich gefasst auf diesen tropischen Zuckerwatten-Fruchtmüsli. Wer will denn morgens Zuckerwatte essen? Zuckerwatte-Fruchtmüsli. Also für mich ist das Puffreis. Ich kann es ja mal dann in Milch schmeißen. Mal sehen, was dabei rumkommt. Wahrscheinlich eine Farbe, die nicht sehr schön ist. Aber wenn man alle Farben nicht, ist es meistens grau. Also, bäh. Ich würde die so essen. Aber okay. Gedacht ist es wohl als Zuckermüsli für den Morgen. Das isst man so in Mexiko. Jarritos Piña. Ist hier jetzt als Flasche abgebildet. Ich habe eine Dose bekommen. Okay. Dieser erfrischende Getränk schmeckt wie eine zarte Ananas mit einem Hauch von Zitrone. Passt perfekt zu salzigen Snacks, Burger und Pizza. Ja, auch Zitrone. Merke ich jetzt nichts, dann ist aber wurscht. Dann haben wir die Tronquis Molka Cheteado. Was sind die hier? Was ist das? Niva Mexicana. Würziger Maisnick mit dem Geschmack von grüner Soße. Was ist jetzt grüne Soße? Gibt es auch in Frankfurt grüne Soße, aber ich glaube nicht, das ist nicht die gleiche. Ja, mexikanische grüne Soße, kennt ihr ja alle. Was haben wir noch? Hershey's Chocolate Wafer Mais Branco Cookies. Das ist aber ein langer Name. Das sind die, wo sind die denn eigentlich? Ah, hier, die Hershey-Dinger, hier, die 12-mal verpackt. Waffelkeks mit weißer Hershey-Schokolade. Ja, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Dann haben wir die Bisque Cookies in das K.O. Duo. sind die? Hier die. Schokokekse mit weißen und dunklen Schokostückchen. Ja. Ist war lecker, aber jetzt auch. Letztendlich sind es halt einfach nur Kekse mit Schokostückchen. Ja. Ja, haut dann jetzt nicht so oben. Kann man gut essen. So, dann haben wir die. Was ist das? Chapetones Quesos. Das sind diese Dinge. Chapetones. Chapetones Quesos. Ne, was? Wie heißt das jetzt? Chapeton Esquizoe. Krümelmonster aufgepasst, knuspriger Snack mit Käse und Chili. Nee, der Chili war nicht da, der ist komplett auf Urlaub gegangen, der ist nicht da drin. Sorry, da ist kein Chili drin. Die sind so, dass man sitzt im Mund und denkt, so, wo ist der jetzt? Da kommt nichts. Das ist, nee, das hätten Deutsche das gewürzt. Weißt du, die können auch nicht mit Chili umgehen. Das ist, also das ist einfach schade. Dann haben wir Cheesy Snapped Double Cheese Crackers. Habe ich nicht. Nee, ich habe keinen Cheese. It snapped Double Cheese Crackers. Cracker mit doppeltem Käsegeschmack. Gut, hätte ich darauf verzichten können, aber die sind nicht hier drin. Dafür habe ich die. Die werden hier aber nicht beschrieben. Da haben sie anscheinend irgendwas ausgetauscht. Und dann, ja, entweder den Text hier nicht geändert oder das ist falsch drin, ich weiß es nicht. Aber das ist mexikanisch, also das ist spanische Schrift drauf, deshalb wird das wahrscheinlich schon richtig sein. Oder die anderen Dinge waren irgendwann aus und haben sie die ersetzt und das war schon gedruckt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die hier nicht beschrieben. Die sind aber zumindest scharf mit Käse, das kann man dazu sagen, auf jeden Fall. Also, ja, die hauen schon gut rein, die finde ich auch nicht schlecht. Wer scharf mag, kann man die empfehlen, reist mal nach Mexiko, kauft euch die Tüte, lohnt sich. Vom Preis jetzt nicht so, aber gut. Dann haben wir noch die Pringles Las Meras Habaneras. So steht's hier. Dieser köstliche Geschmack lässt sich mit einem Jubelschrei vergleichen, wenn deine Lieblingsmannschaft ein Tor schießt. Würzige Kartoffelchips. Ja. Ja, okay. Mehr Beschreibung gibt's dazu nicht. Würzige Kartoffelchips. Also da hätte man auch ein bisschen mehr dazu schreiben sollen. Nach was sollen die denn schmecken, Leute? Nach einem Torschuss? Wie schmeckt das denn? Leder, das in dem Netz zappelt oder was? Ist ja noch nicht mal Leder. Okay. Das ist ja eine interessante Beschreibung. Dann weiß ich nicht. Wir werden es nie rausfinden. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier noch so ein Rätsel. Quiz Time in Mexiko.
wie viele Zeitzonen in Mexiko, 3, 4 oder 5, man weiß es nicht. Und dann haben wir noch ein Rezept für mexikanische Churros. Oh, das ist auch nicht schlecht. Zutaten für 6 Personen sogar. Okay, 80 ml Milch, 40 ml Wasser. Pflanzenöl zum Frittieren, Zimt. Das soll dann 6 Portionen sein. 6 Portionen, nicht 6 Personen. 6 Portionen, also eine Person. Also, das Ganze mal 6 nehmen, dann hat er 6 Personen. So. Halleluja. Churros. Mexikanisch. Okay, da ist aber kein Chili drin. Also von daher, so mexikanisch sind sie da nicht. Eher dann Spanisch. Mit Zimt. Ja. Okay, scheint ja gar nicht so schwierig zu sein. Also hier kann man auch nochmal Churros machen, wenn dann das alles nicht geschmeckt hat sonst. Also, welcome to Mexico und goodbye Mexico. Gehen wir wieder raus aus dem Land der größten Pyramiden der Welt, wo man Ananas in Dosen füllt. So, ja, interessante Mischung auf jeden Fall hier wieder gewesen. Und die Kekse hat mich jetzt überrascht in diesem Erdbeer-Schoko-Aroma. Kann ich jetzt so nicht, muss ich sagen. Ja, lieber mal wenigstens das, was ich erwartet habe. Und das, ja, eigenständiger Käsegeschmack und Chili. Also auch scharf. Okay, super. Keine Ahnung. Kein Chili. Leichter, komischer Käsegeschmack. Lässt sich schwer einordnen. Ansonsten einfach nur Mais-Snack. Keine Ahnung. Da weiß ich immer noch nicht, was es ist. Also grüne Soße aus Mexiko. Aber gar nicht so schlecht. Also die riecht wirklich nach grünen Paprikaschoten so irgendwie. Schmeckt aber nicht so direkt danach. Also ist interessant, aber nicht unlecker, würde ich mal sagen. Die kann man schon essen. Da muss ich mir gleich mal irgendwo recherchieren, was das eigentlich genau sein soll. Internet nochmal oder so. Die finde ich interessant, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, da hat man schon was gesagt. Dann haben wir hier diese interessanten, für mich ist das Puffreis, für andere sind das Morgencerealien oder pure Chemie, ich weiß nicht. Die kann man bestimmt in Milch werfen, dann hat man wahrscheinlich eine gräuliche, sehr süße Milch und so. Weiche Dinger hier, also interessant. Aber es sind mal keine Riesenpackung. Also ich würde jetzt einfach so wegessen. Weg ist weg. Ja. Die Limo war ganz okay. Und sagen, Ananas-Limo. Ja, gibt es ja nicht so direkt. Und das hier. Die waren geschmacklich okay, aber verpackungsmäßig. Keine Ahnung, warum man sowas noch macht heutzutage. Kompletter Blödsinn. Vielleicht halten die sich in einem warmen Land so besser. Ich weiß es nicht. Ja, alles in allem, ja, interessante Box aus Mexiko diesmal. Teilweise ein bisschen enttäuschend, weil ich ihnen gedacht habe, boah, jetzt kommen hier nur die super scharfen Sachen, die brennen mir alles weg. War jetzt gar nicht so. Und das Schärfste war jetzt eigentlich noch die Pringles und hier die Dinger. Die Pringles haben auch ein bisschen reingehauen. Wenn man die ganze Packung isst, dann brennt wahrscheinlich auch alles. Aber es ist nicht so extrem, wie ich das jetzt gedacht habe. Jetzt waren ein paar interessante neue Geschmacksrichtungen jetzt dabei, muss ich mal sagen. Also hier die grüne Soße. Hier, das war auch nicht so uninteressant, muss ich sagen. Ja, schon mal gute Sachen. Also das neue Jahr kann gut beginnen, sage ich mal. Mal sehen, wann die nächste Box kommt. Vielleicht kommen 3 im Januar oder 2 im Februar, ich weiß nicht. Also irgendwie ist es ein bisschen durcheinander. Ja, aber das war jedenfalls die Box, die letzte in diesem Jahr 2022. 2022 kann auch endlich abhauen. Da haben wir jetzt genug von. Und dann freuen wir uns auf das nächste Jahr. Kann nur besser werden. Und dann würde ich mal sagen, ein frohes neues Jahr euch allen. Und kommt gut ins neue Jahr, das Jahr des Hasen. Und viel Glück für alle. Bye, bye.